Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu der dritten Folge der Icon 5 Bewerber. Heute ist der gute Ali 471. Einmal Applaus für Ali. Und dann der BZ, der 3 Kebabspieße in 5 Minuten verspeist. Das Nashorn. Und natürlich Emre. Heute ist der Emre auf meinem Platz, ja, denn der Emre wird heute über seinen Account ein bisschen die Punkte vergeben. Ich werde mir ein bisschen Notizen machen, damit ich die später auch noch im Nachhinein bewerten kann. Und der Ali, der wird heute ganz streng sein. Als etablierter Rapper wollen wir natürlich wissen, was du zu den Newcomern sagst. Und worauf es ankommt, ne? Auf jeden Fall. Wo du Potenzial siehst, wo du sagst, okay, der könnte, aus dem könnte man was machen, aus dem könnte was werden. Wie sind das jetzt zum Beispiel hier so? Wir haben jetzt um die 20. Okay. Ja, Mann. Und dann würde ich sagen, ich bin gespannt und dann gehen wir direkt rein. Wir haben aktuell Azur auf Platz 1, Akawi, der ist auch in der heutigen Folge dabei, den kennen wir noch nicht. Vito, Franjo, Alan X Masadi, guck mal. Den Namen kennst du auch, ne? Denno, oh. Ist jetzt auch hier. Ja, Mann, Alter. Weißt du, das ist die aktuelle Jury, Top 50 oder Top 100. Darunter ist dein Voting und von Sandro und Colin. Genau. Ich habe jetzt noch nicht so viel gewotet, ich vote aber heute. Der erste Kandidat heißt Salva und wir starten einfach mal rein. Let's go. Salva. Wenn ich komm, sind die Rapper am Drum. Fett der Punch, Style, John Clough, verdammt, was ist los, Bruder? Icon 5 wird rasiert, so wie Seiten, denn es läuft wie geschmiert, weil die Flows sind sie gleich. Mama, keine Welle, ihr werdet gerne meine Stelle. Schicke Rapper, jetzt rette, das sind keine Einzelfälle. Bei euch abwärts wie Gefälle, bei mir läuft auf alle Fälle. Leute, komm auf die Stelle, geht die Schlacht nach der Schelle. Mit dem Klang in der lebende Legende. Nicht mehr lang siehst du mich bei BZM. Seit Big Difference krass am Trend. Mache weiter, Bucke, bis das ganze Land mich kennt. Verteile Lines, so wie Abiatika. Oma, mir nicht auf Philosoph, nur weil du Abi hast, Digga. Mich zu stützen geht nicht, ich bin Rap sein Vater. Und das reißt euch das Herz aus wie Jeffrey Dahmer. Ja. Ja. Ja, das war der erste Künstler, also. Lass mal Ali anfangen. Lass einen. Was Ali sagt. Wie ist dein Eindruck? Also, der hat es gar nicht erwartet, dass er jetzt erst reden muss. Ja, ich sag mal so, der war, der Flow war gut, so. Mhm. Die Qualität darf ich ja jetzt nicht bewerten, so. Weil das Mix to Mastering, meinst du? Ja, genau. Doch, kannst du. Also, nein, das ist ja noch, also kann man jetzt keinem übel nehmen, wenn das jetzt nicht krass ist. Ja, normal, das so, stimmt. Das, weißt du, das meine ich. Ist ja eine Bewerbung. War okay. Ja. So, ja. Ist in Ordnung. Ja, würde ich auch tatsächlich sagen. Ich würde sagen, so an manchen Stellen fand ich ein paar Reime gut. Ja. Wiederum an manchen nicht so krass. Ich fand die schnelle Text, also den schnellen, die schnelle Flow-Passage sehr, sehr gut. Ja. Auch hat danach uns auch der erwähnt, Switch. Der Bruder mit BZ und Emre. Aber zum Beispiel wiederum hat der auch so Sachen gesagt, wie Icon 5 wird wie Seiten rasiert. Das sind Sachen, die man noch nicht gehört hat. Die hat man von Mogli zum Beispiel gehört, weißt du? Ganz am Anfang. Also das ist in meinen Augen so ein Mittelkandidat, ist jetzt nicht schlecht, ist auch nicht übergut, hat auf jeden Fall noch Platz davor. Der war nicht gut, der war aber auch nicht schlecht. Einen. Ja, so. Brandneu ist es jetzt nicht, es ist jetzt nicht das Neueste vom Neuesten, deswegen würde ich da eine 3 geben. Optics, der hat sich eigentlich ganz gut gegeben, also der kam ziemlich selbstsicher raus, rüber meine ich. Also ist das so wie Schulnoten jetzt? Ja, das ist so, jeder kann seine 6 Noten ist das geben. Beste. 6 ist das Beste. Ah, okay. Weißt du? Und wenn du dann irgendwann auch mal Bock hast, einfach im Bett zu voten, kannst du auch. Optics ist immer so, wie gibt er sich, aber wie gibt er sich vor der Kamera. Oder geht das so? Du kannst auch beim Kacken, oder? Okay, geil. So. Das war wichtig. So, Optics fand ich eigentlich ganz in Ordnung. Deswegen würde ich so eine süße 3 bis 4 geben eigentlich. Ich gebe dir eine 4. Ja, würde ich Flow auch. Würde ich wirklich tatsächlich eine 4 geben. Ohrwurm hatte ich jetzt nicht so, deswegen würde ich da eine 1 geben. Ja. Und Lyrics würde ich eine 3 geben, weil das eigentlich so ein im Mittelfeld war. So, das ist mein erstes Voting. Der nächste Kandidat ist Sambo. Let's go. Nein, ich kenne den Bruder. Der hat gegen Mert geschossen, weil Mert hat den nachgemacht. Der meinte, nimm Shindys Pimmel. Mund. Hör einfach. Lass mal hören. Match dem gesagt? Ja. Timing perfekt, perfekt. Cash in mein Back und die Bits ist bad. Check. Komm mich ins Game, bist du next. Ketten um mein Neck.
Mach den weg, nächste. Guck mal, das Ding ist, ich will jetzt auch. Guck mal, wenn der vielleicht einen anderen Style fährt, vielleicht ist er gut, Bruder. So, kann ich nicht beurteilen, aber das gerade ist Restman Trash, Bruder. Ja, das ist echt nicht geil. Bruder, das Ding, ich will auch nichts dazu sagen, weil als Matt eine Sache gemacht hat, der hat 10 TikToks gemacht. Und ich will jetzt nicht sagen, damit der nicht auf unserem Gesicht jetzt auch klickt. Nein, macht, auch no front, Bruder. Ich sag das jetzt auch nicht, weil das Matt gesagt hat. Das hat mir jetzt einfach nicht gefallen. Ja, so, und ich will jetzt auch nicht sagen, dass der ist schlecht, weil das jetzt Shindy-Filme ist, so. Bruder, aber das ist Quatsch, ja. Das war nicht gut, Bruder, das ist Quatsch. So. Sagt, sie ist verliebt, doch Bilder von uns immer schief. Sie sieht so perfekt aus, wachen zusammen auf in einem Penthouse. Für sie geb ich auch mein letztes Cent aus. Aber Baby, ja, fliegst du mit, Baby, fliegst du mit. Sie schläft in meinem Mund, ich kann ihr vertrauen. Sie sagt, dass sie liebt und macht die Lichter aus. Schick mir auf Snap, ey, Buddy, aber sie ist kein Groupie. Baby, liebst du mich, buch uns ein Flugzeug, fliegst du mit. Semmer, ich zieh in den Krieg für dich. Ja, was sagst du? Also, ich finde den eigentlich ganz interessant, aber ich finde, der benutzt zu viel Autotune. Ne? Da muss man auf jeden Fall. Ich gebe das, das schiebe ich auf Mixing und so zu. Okay. Ich glaube, wenn er im professionellen Studio aufnimmt, wird man das wegkriegen. Ja, ich glaube auch, also das Mix und Mastering war okay, ne? Aber so in seiner Stimme steckt was Interessantes. Mhm. Er kann auf jeden Fall mit seiner Stimme gut spielen. Der ist gerade für mich so noch ein... Der ist über den Durchschnitt auf jeden Fall. Der ist gut. Der ist so noch... den kann man sich noch angucken. Ja, der hat Potenzial auf jeden Fall. Der hat so noch... Jürgen Belkiane... Könnte sein, aber muss nicht. Könnte klappenmäßig. Ja, 100%. So. Gucken wir mal. So, kommen wir mal zum Voting. Wow. Brandneu ist es, weil der hat ja auch die Samples eingebaut und so. Ne? Mhm. Das hat der auch auf seine Art und Weise ganz gut gemacht. Ja, aber das Sample wurde schon 5-mal benutzt, Bruder. Ja, aber wie hat er es auf seine Art und Weise umgesetzt? Weißt du, es ist egal, ob es andere schon gemacht haben. Ja, okay. Da verstehe ich dich, aber wie er es letztendlich gemacht hat. So. Optics, es hat mir gefallen, aber war jetzt nicht so ein Überding, war ein bisschen schläfrig, da kann man dran arbeiten, fand ich jetzt eine 3. Flow ist in Ordnung gewesen, aber zum Flow gehört auch Betonung. Wie hat der die Wörter betont? Und da, als er so dieses richtig, diese Dingens hatte, fand ich das ganz gut. Deswegen würde ich da eine gute 3 geben. Ohrwurm bekommt der halt auch eine 3, weil, Bruder, wegen Sample und so, weiß, hat der gut gemacht. Würde ich sogar eine 4 geben tatsächlich. Und Lyrics, ja, ist so ein Mittelfeld. Also ist so ein Mittelkandidat. Ich glaube, mit diesen Punkten ist er gut bedient. Oder gute Bewertung von dir auf jeden Fall. Jeder hat hier keine Patte. Warum wir kiffen, Bruder, glaub mir, ist eine andere Sache. Erzähl die Storys, die gehen eiskalt den Nacken runter. Sitz vor dem Automat und hoff immer noch auf Wunder. Ich hab auf locker 60.000 verspielt. In Krankpark siehst du Männer, die haben sich in Schore verliebt. Ah, ich starten ekelhafte Dinge hier im Thron. Hä? Der ist Duisburger, Krankpark, Dürr. Tamo Nischek, in Duisburg da mal. Bruder, Krankpark haben wir hier in Duisburg. Aha. Ja. Machen wir weiter. Und Rausch, wer mir zieht die Waffe und schreit, macht die Kasse auf. Seine Freunde sitzt allein zu Hause mit Kind im Bauch. Die Konsequenzen sind, er landet 8 Jahre Bau. Wissen manchmal nicht, was falsch und was richtig ist. Bullen treten Türen ein und sie finden nix. Auf der Suche nach dem Frieden, sagt mir, gibt es dich. Deswegen bin ich ganz allein und jetzt fickt es mich. 100 Mille fließen durch die DNA. Kleine Kinder wollen ihr Mercedes fahren. Kilopakete, gesagt, getan. Sterben jung und wir fliegen hoch wie Peter Pan. 100 Mille fließen durch die DNA. Kleine Kinder wollen ihr Mercedes fahren. Kilopakete, gesagt, getan. Sterben jung und wir fliegen hoch wie Peter Pan. Geil. Ja, der beste bis jetzt. Ja. Also brandneu finde ich den, ne? Mhm. Rap-Part mit Gesangshook fand ich ganz gut, ne? Ja. Auftreten fand ich ganz ordentlich, ist jetzt aber nicht das krasseste gewesen, kann man so ein Mittelfeld geben. Flow fand ich gut, gebe ich eine 4. Ohrwurm war in Ordnung, 3. Kann man, also Ohrwurm gebe ich ihm auf jeden Fall von mir eine 4. Ich fand, er hat den Autotune und so gut eingesetzt, er hat damit ist gut umgegangen. Ja, er kann auch im Ohr bleiben, wenn du das 3-4 Mal hörst. Hat er gemacht, aber ja, kann sein, aber ja, mit 3-4 ist ja so ähnlich, also ist jetzt nicht so schlimm, weißt du? Mhm. Lyrics fand ich ganz gut, der hatte ganz gute Reime. Mhm. Ne? Würde ich dem eine 4 geben. Mhm. Und damit das waren jetzt keine Bosch-Sätze so. Ja, weißt du, was ich meine? Auch wenn der Reim jetzt nicht überkrass war, der Satz war gut. So, und mit den Punkten ist er ganz gut bedient, finde ich. Der nächste Kandidat ist Shabab. Shabab, dann zeig mal, was du drauf hast, Shabab. Verdammt noch mein Sattler, nur noch den Chucks auf, stecken so fürs Falkenpaket. Ich bin so, wie ich bin, umso werde ich für immer bleiben. Kinder, auch mal gut den Jantar drin. Sie ist Jantar, muss.
keinen Ausweis, aber dafür schaffe ich Klingel. Ich brüssel, lasche mich mit Marlboro vom Eingang. Pack mein Ganja in ein, zwei Blatt, Wesh von Marseille bis nach Mailand. Verzeih für die Taten, aber jetzt ist es zu spät. Verteil Sattler in der Garage und paff Stock und OBB. Boah, das ist cool. Bruder, der gefällt mir richtig. Ja. Ja. Meiner Meinung nach bisher der Beste. Auf jeden jetzt. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Bisher jetzt der Beste. Und ich muss sagen, es ist von der Kreativität und wie ihr es rüberbringt, sehr zeitgemäß. Ja. Ich ja. muss sagen, so... Französisch, Bruder. So ja, 100%. Ja, Safraoui 2 kam nicht aus, der wird so in die Hood Black Gruppe so auf süß U18 reinpassen. So. Mhm. Ich würde dir eine 6 geben, deswegen brandneu. Krank. Ne? Krass. Weil das krank. Ist wirklich... Okay, krass. Sehr, sehr krass, brandneu. Krass. Optisch finde ich den auch super. Ich würde den eher bei optisch zum Beispiel eine 5 oder eine 6 geben. Okay. Ja, optisch. Aber was spricht denn dagegen, dass er jetzt sehr zeitgemäß ist und das brandneu ist? Gegen den, was er jetzt rüberbringt? Weil dieses Französisch kommt jetzt gerade in Deutschland sehr rüber. Das kommt sehr an, aber der Film ist ja jetzt nicht brandneu, Bruder. Sein komplettes Dasein als brandneu ist jetzt keine 6, finde ich. Okay, da mache ich 5, okay. Ich würde vielleicht eine 5 oder eine 4, genau. Okay. Aber optisch würde ich dem vielleicht das Maximale geben, weil der das richtig geil rübergebracht hat. 100% so mit seinem Auftreten, mit seinem, wie der sich bewegt und sonst was. Flow fand ich auch super, ne? Würde ich dir eine 5 geben, auch so die Betonung und sonst was. Ohrwurm war... Ich glaube, wenn er die Hook länger laufen lassen würde, hätten wir noch 100%. Ja. Ohrwurm, würde ich denn deswegen aus dem Aspekt eine 2 geben? Doch, ich glaube, bei dem kannst du Ohrwurm schon auf eine 4 gehen, Ja? Safe. Ich gehe auf eine 3. Ich gehe auf eine 3. Lyrisch, wie der das in seiner Art und Weise bedient hat, fand ich ganz gut. Deswegen würde ich auch eine 4 geben. Und deswegen ist er... Voll kranke Bewertung, ne? Ja, hat der eine gute Bewertung. Safe. Stabil. Zogen wilde mein eigenes Schicksal. Gestohlen, gelogen, Strafe nie gelindert. Giftgrüne Klaus, bin bei Fahrer im Sprungsaler. Aggressiver, jugendlicher Messerstecher. Knollenchecker, dicker, geht es um Geld, werd ich zum Verbrecher. Boah, Bruder, das ist ja Bounce MC auf Gymnasium so, Bruder, so. Ja, lass mal. Boah, Bruder, lass mal diese. Gib ihm, Bewertung. Also, Bruder, ich überspring dich sofort, Bruder. Mein Geschmack ist es gar nicht. Ja. Nicht nisse. Ich schwör, ich bleib bei dir. Ich fang dich auf, wenn du mal fällst. Ja, wir haben unsere Macken, doch sie machen uns perfekt. Denn immer, wenn wir unterwegs sind, Babe, vergeht die Zeit zu schnell. Mit dir merk ich, dieses Leben kann so einfach sein. Wir gehen zusammen durch Höhen und Tiefen, meine Ride or Die. Selbst wenn wir uns trennen, führen uns immer wieder Gottes Wege zusammen. Ich glaub, wir sind Seelen verwandt. Mit jedem Atemzug frag ich mich, ob es dir gut geht. Bin immer ready, wenn du meinen Namen rufst. Für dich ist es niemals zu spät, denn ich liebe dich. 'Cause all of me loves all of you. Bruder, wie fandst du den, Ali? Fang mal an, Bruder, jetzt. Guck mal, ich fand den auf jeden Fall, seine Stimme sehr schön, Bruder. Mhm. Sehr, sehr schön. Und ja. Lyrisch war das jetzt auch kein Müll. Mhm. Das war jetzt cool. Eigentlich sehr stark. Ja. Mhm. Aber ich versuche mir das gerade, jetzt soll das keiner falsch verstehen, ich versuch mir den gerade vorzustellen, live bei eurer Show, weil da rappen ja viele. Mhm. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber irgendwann kommen ja auch Gruppen. Gruppen, aber so, dann macht der nur einen Hook, oder wie? Nee, der kann ja so ein... Ja, das hatten wir das bei Dima Spazial auch. Also bis jetzt jeder von denen hat gerappt und auf Tune gemacht. Das wäre jetzt natürlich nur auf Tune, was der sehr gut hinbekommen hat. Mhm. Aber das hat mir jetzt so ein Rap-Part Das gefehlt. Darfst du nicht darauf reduzieren, weil wir suchen ja nicht nur Rapper, wir suchen ja einfach Talente. Nein, ich wollte nur nicht nach Verständnis so gehen. Du hast auch recht, aus dem Aspekt hast du 100% recht, Bruder, 100%. Safe. So, aber ob er jetzt Talent hat, aus dem Aspekt... Nein, ich frage mich gerade, wie der rappen würde. Ich glaube, der rappt gar nicht. Hm, kann sein, ja. Das hätte ich mir jetzt gerade gewünscht, so eine Ajabal Nas Rap mit dir. Ja, ne, also da aus der Hinsicht, einer, der rappen kann und eine Gesangsfrug hat natürlich wesentlich mehr Vorteile als er. Außer, der Bruder überrascht uns. Ja, brandneu so, gebe ich ihm eine 4. Ne? Ja. Ist ganz ordentlich. Wie er es auftritt, wie er es performt, ist jetzt auch ein bisschen sehr, sehr schläfrig, muss ich sagen. So. Da fehlt ein bisschen mehr Power für mich, so ein bisschen mehr Energy. Ja, passt, ja.
Passt, ja, aber ich. Für mich fehlt noch so ein bisschen so mehr der Ausdruck, Mimik, Gestik, okay, bisschen, weißt du? Deswegen würde ich ihm eine 3 geben. Okay. Flow, wie der es betont hat und sonst was, er hat ja nur eigentlich den melodischen Part und sonst was, deswegen gehe ich da auf die Betonung. Hat er sehr gut gemacht, da gebe ich dem eine 5. Mhm. Ohrwurm fand ich auch sehr krass, muss ich sagen, gebe ich dem auch eine 5. Ja. Lyrisch, in dem, was er gesagt hat, hatte Hand und Fuß, gebe ich dem eine 4. Und damit hat er eine ganz gute Bewertung. Feuer, ich kann nicht mehr stehen, no. Ich glaub, es liegt am Spliff, kann nichts mehr sehen, no. Ich hab zu viel gekifft. Ach, weißt du, woher der ist? Dardan. Was? Das ist Dardan, ein Song, Resmen. Was geht? Mhm. Ah, stimmt. Ich weiß das halt. Der war bei Dinges. Hier, Rap La Rue. Da hatte der eine andere Bewerbung. Die fand mir nicht so krass. Ne? Glaube ich. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, das ist der. Mabe. Und mal gucken. Bin auf dem Weg, yo. Auch vorher ein Jib, das ist kein Problem, no. Wie zu stur, erkennt keine Fehler. Wodka pur zerfetzt meine Leber. Freunde, die gehen, ich glaub, ich versteh das. Freude vergeht und es wird immer später. Keine Liebe, ich brauch Seri und ein Benzer. Falsches Ziel, doch hab meinen Namen gern aus dem Fenster. Ich blicke nach zum Mond und höre Bena Pompoto Bella. Sag, was ist los? Sag, aus der Tourage Velo. Von außen am Lachen, Paradox im Kopf ist Krieg. Feuer, Köpfe, die Flasche und danach ein Kelly. Wow, wow. Ich glaub, es liegt am Spliff, kann nichts mehr sehen. No, ich hab zu viel gekifft, bin auf dem Weg. Yo. War okay, Alter. Ich fand den jetzt nicht überkrass, Walla. So, und der hat jetzt auch nicht viel gesagt, also. Nein, er hat schon für mich 1-0 hinten angefangen. Allein schon, weil es ab der ersten Sekunde ich an Mabe dachten musste von Dardan. So, weißt du, war so ein ausreichend Plus, würde ich dem jetzt geben. Also eine 3 Minus, würde ich dem geben. Ja, sehe ich genauso tatsächlich. So, weißt du, was ich meine? Ja, Walla, safe. War jetzt nicht schlecht auf einen, war jetzt nicht schlecht. Ja. Aber war jetzt auch nicht, oh, krass. Also, brandneu würde ich dem eine 3 geben. Ne? Mm, ist ja. Oder 2 sogar, ist jetzt also nichts, was du noch nicht gehört hast. Es ist nicht altmodisch, es passt zur Zeit. Ja, es ist halt aber noch nicht, was du nicht gehört hast. Optisch würde ich den aber tatsächlich eine 4 geben. Ne? Hat der ganz gut performt auf die Art und Weise. So, klar, jetzt sitzen und sonst was, aber Mimik und Gestik hat gepasst. Flow, Betonung und sonst was fand ich eigentlich ganz ordentlich, würde ich den aber trotzdem eine 3 geben. Und lyrisch war jetzt aufbaufähig. Ja, lyrisch 1 oder 2, Walla. Ja. Sogar 2 ist sogar noch nett. Ja, da muss er auf jeden Fall arbeiten noch dran. Ja. Ich mach eine 2, damit Luft nach oben ist, weil 1 ist schon sehr alt. Weiter geht's mit dem nächsten Kandidat und der nächste ist Elvo. Ah, bin sehr leicht von meinen Enemies. Ja, es kracht am Block, wenn man ein bisschen Party riecht. Bin beschäftigt mit Musik und hab keinen Bock auf Beat. Doch es reicht nur ein Klick, dass man dich vergisst. Bin unter Druck, weil Kunden wollen Fäden ziehen. Ja, willkommen in Medellin. Versorgt meinen Block, Musik ist Therapie. Jeder kriegt, was er verdient. Waffen, Bubats am Block, sind von Tupac. Sind nicht ab, weil wir hören, dass du Plus machst. Sind gefährlich und jagen den Umsatz. Seat und El Maserati auf Booster. Designer von Kanye. Kicken am Block, dann kracht es für Mané. Ja, dein Leben zu Stané. Leben, na ja, denn es geht um Mané. Sieht das ganze Smoke wie Bob Marley. Ah, sieht das ganze Smoke wie Bob Marley. Ah. Was sagst du? Diese Autotune hat mein Ohr. War zu viel, ja. Wallah, was sagst du? Aber was sagst du allgemein? Voll die AZ-Vibes, Alter. Bruder, er ist für mich eine Art Mischung aus AZ und Dino irgendwie, ja? Ja, wegen Aussehen, ne? Ja, Wallah. Ja, ich weiß, was du meinst. Lyrisch, so Reim her, war das eine 1. Okay. So, aber der Song im Generellen war so, war schon... Ich fand die Melodie noch so ganz gut. Ich würde eine 4 geben, ja, so bei eurer Bewertung. Mhm. Ja. So. Ich fand aber auch, es wurde nicht langweilig. Weißt du, das ist ja auch wichtig, dass ein Song lebt. Ja. So, die Struktur aus so. Einer schreibt Mischung aus AZ und Lil Shrimp. Tschüss, Digga. Was ist das für eine Mischung, Land? wie kommst du auf so? Ja, brandneu ist es jetzt. Wow. Ja, also ich fange mal erstmal bei Optik an, ne? Ja. Optisch fand ich den eigentlich ganz ordentlich, hat der eigentlich ganz gut gemacht, deswegen würde ich den da eine gute 4 geben. Ja, wallah, ich auch. Brandneu. Kann man eigentlich machen. Ne? Brandneu ist es eigentlich. Ne? Ja, so 3, 4 tendiere ich. Ja, würde ich auch sagen. Ich würde tatsächlich sogar eine 4 geben. Okay. Weil es ist aktuell und der bedient das ganz gut so. Ja, das ist deine Punktzahl. Der nächste Kandidat heißt Smooth.
Und den haben wir sehr oft in den Kommentaren gesehen, ja. Bruder. Jeder wollte den. Okay. Sogar unsere Eltern haben den kommentiert, Bruder. Jeder hat den kommentiert, Bruder. So, let's go. Jetzt will ich aber sehen, Bruder. Ich merk, dass die Sonne nie mehr in meinem Block scheint. Und die Straße riecht nicht mehr, wie sie sonst einst. Darum fühle ich mich hier auch nicht mehr daheim. Dazu, dass die Jungs bitte von mir noch mit ein. Ich merk, dass die Sonne nie mehr in meinem Block scheint. Und die Straße riecht nicht mehr, wie sie sonst einst. Darum fühle ich mich hier auch nicht mehr daheim. Wir sind zwar gewohnt an der Seele, denn wir kennen ja nichts anderes. Weißt du, was hier fehlt? So eine Jack Daniels, Bruder. So eine Jack Daniels auf Derdo, Bruder, aber so richtig, Bruder. Sei mal ehrlich, der schreibt hier Puff, sagt er. Bruder, hast du nicht auch so irgendwelche Vibes, Bruder? Vulkanstraße, Bruder. Sei mal ehrlich, Bruder. Scheiße. Oh, Bro. Ich hoffe, der Rap noch, Walla. Ja. Da wir bleiben nur gefangen. Jetzt. Ja, es hat nur gereicht für 40 Sekunden. Aber ich will. Das war's? Das war's leider. 40 Sekunden, so 30 Sekunden hat der eingereicht. Was sagst du? Boah, Bruder. Walla, der. Diese 40 Sekunden war stark, Bruder. Ja. Sein Name passt auch zu sich. Ja, Bruder. Also, das ist eine super Bewerbung. Aber was sagst du? Das einzig Negative ist halt optisch. Ja, da kann man noch dran arbeiten, das stimmt. Ne? Sehr, aber es passt auch zum Namen. Vielleicht ist das seine Art und Weise. Ja. So, er ist einfach so lässig, Bruder. Er chillt da irgendwo in seinem Zimmer 13, aber trotzdem weißt kannst du ja ein bisschen viben, so. Weißt ja. du? So, der hat nicht mal gewiped. Der sitzt da wie ein Stock, finde ich. Ja, ja, Walla. Okay. Na, ja, aber es passt zu dem Gesamtpaket. Du musst ein bisschen was rüberbringen. Weißt du, was ich meine? Ja. Aber das hat gepasst, Bruder. Und weißt du, was das Krasseste war für mich in dem Video? Diese Zigarettenqualm, Bruder. Die ganze Zeit. Walla, Bilder, das hat den Vibe gegeben, Bruder. Da fehlt nur noch wirklich... Das hatte Stil, ja, ne? Walla. Ja, 100%. So ein Stil. Scotch oder so hätte da gefehlt. Mach ich ja nicht, bin mir mal oder Kerma. Bist du blöd. So, jetzt komme ich zu meinen Punkten. Gib ihm. Ich gebe die erst ein und dann will ich eure Meinung. Also bei dem sehe ich krasses Potenzial. Ja, 100%. So. Brandneu würde ich eine 5 geben. Optisch wiederum, ne, kann besser sein, Bruder. Ich würde den deswegen so, ich tendiere zwischen 2 und 3. 3. Ne? 3. Ich würde eine 3 geben, ja. Ja, lyrisch würde ich den eine 3 geben. Ne? Damit ist er ganz gut bedient, hat er eine ganz ordentliche Punktzahl. Ricky Junior. Okay, dann zeig mal, was du drauf hast, Julian. Du bist nicht gerade Helle, du Lelek, du Pico. Denn jetzt gibt es eine Welle der Eliminierung. Kenne sehr viele Fälle mit bellenden Welpenjungen. Will nicht deine Schuldenstory, sondern nur Vergeltung. City Ricky, bald wie er in einem Rolls Royce sitzt. Hat er den Teufel ausgetrieben mit einem Holzkreuz, Bitch. Das hier ist nichts mit Cannabis. Ricky trifft blitzartig ins Biss. Ich lass kein Dick raushängen wie ein Exhibitionist. Auch wenn es exorbitant ist, ich hab die Hecke unterm Sitz. Walla, ich weiß schon mal, was das heißt, Kollege, Walla, Kollege. Bruder! Aber na, Bruder, warte, lyrisch, achtet mal bitte nur auf die Lyrik, Alter. Das Schwanz im Mund deiner Bitch, die macht Gesicht wie ein Kugelfisch. Das war noch nichts und das werde ich euch beweisen. Das ist erst der Anfang von was Großem, wie meine Eiche. Mache groß, okay, los, ey, die Kohle wird verbrannt, Zapere. Aude, nutze endlich dein Verstand. Doch ihr habt Borderline-Komplexe, so wie Donald Trump. Ey, der Check ist ziemlich groß, also psch, halt den Rand. Boah, Bruder. Der Check ist ziemlich groß, also halt den Rand. Ja, jetzt habe ich schon ein Problem bei dem. Ja. Lyrisch ist der Baba. Der hat ganz geile Nomenreime und sonst was, ne? Ja. Exhibitionist. Aber wo ist der Rest? Bruder, was sind das für Wörter, Bruder? Ne? Aber der Rest, da ist sehr viel Luft nach oben. In der Schule gehört, Bruder, solche Wörter. Wollen nicht mal Schule. Der sagt, das ist erst der Anfang. Ja. Von was Großem, wie meine Eichel. Da verliere ich mich. Bruder, Flow und Lyrik wären seine besten Punkte, ja, definitiv. Ja, 100%. Brandneu, mach mich eine 3. Ja. Ne, ist so ein Mittelding. Optisch war jetzt, ja, okay. Ist so ein... Oder einfach ein Part gefetzt, so. Ja, ne, optisch. Ja. Ja, so ist optisch würde ich so eine 3 geben. Ne. Flow, wie hat der es geflowt? Geil, war ne, cool. Ich find's auch. Bruder, lyrisch war der jetzt schon... Hart, gut. Ja, Ohrwurm hatte ich jetzt nicht.
Deswegen würde ich da eine 1 machen. Kill 5, seid ihr bereit für mein Flow? Abgefuckter Shit auf nem anderen Niveau. Schick mich auf die Bühne und ich lass die Menge beben. Und die anderen Rapper schick ich in den Himmel zu Kometen. Lass mich einfach rein kleben, zeigen was ich kann. Im Gegensatz zu diesen Attrappen bin ich der Ballermann. Ich hab den Flow in meinem Blut wie THC und will allen erzählen, was ich täglich hier so seh und zu. Ja, komm, brauch. Mach schnell Bewertung. Nächste, Wallah. Ja, sehe ich genau. Machen wir gar nicht, Dings. Ja, aber soll ich den komplett null geben und einfach skippen, ja, ne? Oder wir haben sagen, wir Ali nehmen und Zeit ist Geld, Junge. Zeit ist Geld. Wisst ihr, was er gemacht hat? Ich mache heute so eine Umfrage. Wie viele Künstler sind so ideal? 5 bis 10, 15 bis 20, 20 bis 25. Der macht niedrigste Zahl. Auf respektlos. Der hat gar keinen Bock so. Mach gar nicht noch besser. Lass ein, zwei Kandidaten mal, reicht. So, wir machen jetzt so, 0 ist ja jetzt neu eingeführt worden. 0 ist immer so ein Skip. Ne? Ja. Heißt jetzt nicht, dass der Dingens ist, ich skip den einfach. So, okay. Einfach mit Dingens in Schule, diese PowerPoint-Präsentation. Ja, ja, ja. Denk an mich, wenn es heißt, du bist es nicht wert. Denk an mich, wenn du merkst, dass dein Herz wieder schmerzt. Oder denk an dich, du lässt deine Freundin. Ich kenne den Beat irgendwo. Ja. Denk an mich oder denk an dich. Nennt ihr noch fair, Alter, was willst du mir sagen, Bruder? Mach mal denk an. Hä? Ich will mal zurück. Okay, wie geht das? Kannst du nicht. Ah, okay, dann ist es so. Deine Eltern sind dauernd nur allein. Dass Freunde kommen und gehen, daran wird sich nichts ändern. In dieser heilen Welt hat sich doch so vieles verändert. Alles läuft nicht mehr so, wie es sein soll. Alles ist am Brennen hinter mir ohne Streichholz. Vor Augen, geh den geraden Weg. Du kannst es nicht glauben, doch nicht nur Wahres zählt. Geh deinen Weg, mach was anderes. Denn Respekt und. Ja, Bruder, also geh wirklich was anderes machen, Bruder. Bruder, weißt du, wie sich das anhört? Damals, als die Rapper, so 2005 und so, als ganz neu angefangen hast, das war der Style. Wallah, sei Walla, ehrlich. Walla, genau das muss ich sagen. Ich wollte nicht 2.5 sagen, ich wollte 2.6 sagen. Ich, ja, so. Ich will aus Prinzip zu Ende hören. Einfach um euch zu quälen. Er will zu Ende hören. Und dein Handel zählt. Wir haben unsere Träume, spürst du diese Kraft? Du kannst es nicht verleugnen, überall gibt's Hass. Ja, wir haben unsere Träume. Ja, komm, bewerte den. Ich hole mir die Mios, aber auf Halal trage mein Trikot von meinem Heim Fortuna. Meine Brüder. Hat sie ja welche Porn, Wallah, mach weiter. Sind immer zur Stelle da, denn es heißt Bruder vor Luda. Bruder vor Luda. Das verstanden. Bruder vor Luda, Bruder. Bruder. Dieses Spruch, Wallah, was heißt Bruder vor Luda, Bruder. Samras Stiefbruder. Kein Gangster, ey, deine Tränen mein Schmerz. Okay, wir können eigentlich weitermachen, ne? Wie lass du hören? Ich hab Blas los, ich zieh Glock aus dem Fenster. In der Nacht seh ich viele Gespenster, ey. Wir sitzen hier im Haus und packen Packs ab. Keine Freunde im Geschäft, wer will mehr macht. Wenn die Ware im Kofferraum zu viel Wert hat, bevor dann die Police kommt und dir den Batzen weg. Bruder, Alter, voll weiß, langweilig. Ich weiß nicht, warum jeder Zweite jetzt auf diese Gangster-Schiene machen will mit Packs und bla und dies und bla. Ich verstehe das nicht. Können wir skippen. Skip, Bruder, wir waren zu nett, Bruder, Walla, ja, das fuckt mich gerade voll ab, ja. Knallert. Tak, 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 Bruder, Walla, und hoch. Tak, 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 ja, hoppi, weiter mit dir, so. 061 im Kiel. Hör zu. Bubbles in Taschen, grad damals in Kasse bei Bulli, Gesichter bekannt. Rauch, Juan auf Straße, muss Antwort bezahlen, doch komm ich in Zelle, was dann? Hä? Wenn der Richter fragt, halt ich Rand, alle meine Brüder leider verbannt. Läuft es weiter so, ist die Zukunftszelle und leider Gottes kein Strand. Scheitern lacht. Wenn über euch kommt, was ein paar Jahre Haft wegen Business. Wurde das Feuer entfacht, also frag dich um Hilfe, trag selber die Last. Ein paar sind gefallen, ein paar sind geblieben, ich geb diesen das, was sie verdienen. Verrat eine Hure, die Noten sind lieben, aus diesem Grund sind wir beide verschieden. Ich pack Wagen aus, hab ich wieder Krise und werde zum Mörder, geht's um die Familie. Also pass lieber auf, bevor ich mich verliere. Laber nicht, du wärst Reed. Laber nicht, du wärst Straße. Wenn du redest bei Kommissaren, tun sie dir eine Langhaftstrafe. Bulle ermittelt gegen uns, Schießerei, drei vermummte Jungs. Im Kopf nur noch Money verdiene an Junkie und immer schnell weg, bevor Bulle mich bumst. Hat man schon 100 Mal gehört. Nur weil der Drill hört, hat der auf Drill gerappt, das hat den gefickt, Bruder. Und weißt du, was das Ding ist? Dieser Beat gibt halt viel vor. Der gibt dir halt vor, wie du es zu flowen hast, weißt du? Nichts Besonderes. Es ist aber von der Thematik jetzt nichts, was sich sehr abhebt oder auch nicht von dem Flow. Ja. Weißt du, und jeder, also auf einem Drill-Beat ist das einfach gegeben, dass du genau so flowst, weißt du? Es ist jetzt nichts, was mich wirklich abgeholt hat. Ja. Ich würde dir nichts geben, ich würde dir eine ganz normale Punktzahl geben. So bei safe, der war jetzt nicht Müll, aber... Nein, ja, genau. Also...
Flow fand ich jetzt okay, 2, lyrisch fand ich jetzt 1, ne? Ohrwurm hatte ich gar nicht, weil kannst du bei so einem Song einfach nicht haben. Okay. Auftreten fand ich eigentlich aber ganz ordentlich, so wie er es gemacht hat, so würde ich auch eine 2 geben. Ja. Brandneu ist es jetzt 1. Drill ist halt, ja, ist halt aktuell brandneu, aber so auf seine Art und Weise würde ich den Brandneu ist nicht eine 1 geben. Drill ist aktuell nicht brandneu, ja, ist schon ausgelutscht. Ja, ich habe den eine 1 gegeben. So. Also, habt ihr Hasuna bewertet, das ist ganz wichtig. Viele Künstler haben wir noch nicht in der App, die werden erst nachher kommen. Also kann sein, dass Hasuna erst in den nächsten Tagen weiter dran ist. So, der nächste Künstler ist Medo. Let's go! Ja, ey, Licht und Pussy, ich fühl mich grad wie in Beverly Hills. Zwischen Cash, Dollar, Science und Helikopter auf Hills. VVS auf den Grills und wir planen für eine weite Tour. Cops observieren, erkennen uns an der Reifenspur. Ihr seid Pussys, ihr seid keine Bale. Ich brauch den Key, den ich gehabt hab. Rücken ist groß, alle fahren Chopper. Flasche auf die Stirn, du hast Narben wie Harry Potter. Du bist kein Gangster von der Straße. Pass auf, bevor dich jemand schnappt. Rücken ist groß, ich fick Fahrrad. Ja, ich fick Fahrrad. Du bist nicht einer von uns, Pussy. Du machst Stress ohne Grund, Pussy. In dein Haus rein vom Mund, Pussy. Ja, wir schalten dich rum, Pussy. Du bist nicht einer von uns, Pussy. Du machst Stress ohne Grund, Pussy. In dein Haus rein vom Mund, Pussy. Ja, wir schalten dich rum, Pussy. Geil. Boah, Bruder. Der war cool. Also zum Ende haben wir nochmal einen Banger hier gehabt, Bruder. Ja. Ich will mal hören, was ihr dazu sagt. Was sagt ihr? Ich würde, von mir bekommt der safe eine gute Bewertung. Ali, du hast ja, man merkt, du hast ja nicht mehr so viel Lust, Bruder, weil deine Ohren bluten gerade weniger. Nein, Wallah, nicht mehr. Aber was sagst du zu dir? Das hat mich abgefuckt, weil die davor so... Ja, ich weiß, ich habe ja gesagt, weil deine Ohren bluten, aber ja, jetzt müssen die wieder geheilt sein. Bei dem würde ich wirklich sagen... Geh mal auf die Bewertung. Außer... Alles gut, außer? Alles sehr gut, außer Lyrik. Ja. Also das war sonst top. Echt, aber der hatte auch ein paar gute Vergleiche so mit hier mit Namen wie Harry Potter und voll so. Voll langweilig, du hast ja, Namen aber, wie Harry Potter, wow. Nein, aber auch an manchen... Sei nein, das ist jetzt nicht schlecht, also seine Lyrik war nein, nicht so schlecht. Das war, der war nicht Müll, das ist so seine Lyrik war nicht Müll. Aber im Gesamtpaket, der war... Diese Brandneu würde ich gut geben, ja. Optisch würde ich gut geben, mhm. Flow würde ich gut geben, mhm. Ohrwurm... Nur lyrisch, ja, nur lyrisch wäre so das, wo ich mir denken würde, okay, das war vielleicht das ein 2. Ja, so. Nee, nee. Ich dachte, du meinst lyrisch richtig schlecht. Nein, das nein, 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 nein. So, brandneu würde ich eine 5 geben. Eine 4. Ja. Optisch würde ich tatsächlich sogar eine 5 geben. Ne? Das ja, war sehr gut. Ja, das war sehr, sehr gut, wie der es gemacht hat. Flow hat der sehr gut geflowt, Bruder. Das fand ich stark, Bruder. 5. Ohrwurm hatte ich jetzt aber nicht so. Aber die Hook, obwohl, die konnte doch, was. Ja, doch, doch. Aber da würde ich eine 3 geben. Doch, die Hook hatte... Ja, ja, würde ich eine 3 geben. Was, auf jeden Fall. Würde ich persönlich eine 3 geben. Ja. Und lyrisch würde ich eine 2 geben. Da ist auch Luft nach oben. So. Ne? Hook war jetzt gut, aber jetzt ist so ein Brett, weißt du? Korrekt. Hier Nesca. Let's go. Ja. Schuße wie Nesca. Geiles Video. Ja, Walla. Was Video, das Video fängt schon mal gut an, Alter. Ich glaube, der ist gut, ja. Komm. Komm. Der könnte Kiris Bruder sein. So vom Auftreten, Bruder. Hey! Was ist das? Welche Sprache ist das? Französisch, glaube ich, oder? Müsste war das nicht Deutsch? Na, Bruder. Das bist du. Das war doch gerade ein bisschen Französisch, dann Deutsch, oder nicht? Das müsste Französisch sein. Kam jetzt gerade nicht auf Deutsch bisschen noch was? Machen wir weiter? Wir brauchen euch. Hammerhart. Schön. Bruder, weißt du, was ich bei dem hab? So, ich hab erstmal so am Anfang so, ich so, boah, geil. Danach so, boah, Bunne, ja. Und dann so wieder geil. Und dann so, ja. Hä? Walla, so die ganze Zeit hin und her. Weißt du, was abfuckt? Diese Harmonien, die der im Hintergrund gemacht hat, man versteht nichts. Seine Stimme ist, finde ich, richtig krass eigentlich. Hm. Walla. Weil der geht manchmal so runter mit der Stimme und so, Walla, ich denk mir, oh, Tom Star Vibes, Bruder, ne? Walla, Walla. Weil der performt auch krass, ja, Bruder. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Wir hören erstmal weiter. Da, 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 da,
Ach, das war's. Aber schade, ich glaube, mit ordentlicher Produktion. Ich glaube, der hat Potenzial, Bruder. Ich glaube auch, Bruder. Ja. Obwohl das jetzt nicht gut war, ne? Ja. Wallah, das war nicht gut. Aber der hat Potenzial. Ich glaube auch. Bruder. Weißt du? Aber, auf korrekt, der korrekt. Man muss ja das Video bewerten, oder muss man sagen, der hat Potenzial. Ja, nee, und wenn, du was in dem siehst, kannst du dem natürlich von dir aus mehr Punkte geben, ja. So klar. Warum nicht? Deswegen obwohl das schlecht war. Also, das war nicht gut, das war jetzt auch nicht Müll. Ja, aber das war so unter dem Mittel, ne? Ja. Aber da waren einige Stellen, die sind geblieben, Bruder, bei mir. Ohrwurm würde ich dem tatsächlich eine 3 geben. Ja. Optisch, gehen wir erstmal optisch. Optisch fand ich den super. Ne, hat er gut geperformt. Also passt zu dem, was er gemacht hat. Immer von andersrum an, ne? Emre. Oder ich mache immer nach meinen Punkten. Auch bei Bewertung hat er auch immer. Ist ja ich mache immer nach meinen Punkten so. Also was ist mir als erstes im Kopf geblieben? Doch, so ist eine ordentliche Punktzahl. Doch. Echt? Der schwimmt voll weit oben, Alter. So krass ist der nicht. Walla, der hat voll die krassen Punkte von dir bekommen. Ja, Ohrwurm setze ich auf 2. Muss ich sagen, aber Flow lasse ich noch so. Das war auf jeden Fall Folge 3, Freunde. Wenn es euch hier gefallen hat, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Und wie bei jeder Folge, schreibt gerne mal eure Favoriten der heutigen Folge in die Kommentare. Und wir hatten heute eigentlich ganz gute, ne? Ja, vor allem am Anfang waren einige gute dabei. Ganz gute, aber auch sehr viele schlechte dabei. Ja, gut gemischt auf jeden Fall. Bei 1,5, mein Messlatte ist zu hoch, Bruder. Sagst du? Ja. Warte, sag ich euch ehrlich. Ja, komm. So, und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein. Ciao. We'll be right back.